Hallo und wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Und wir werden jetzt mal versuchen, den Dreamlight Verstärker herzustellen, um Mickey zu helfen. Vielleicht können wir dann auch endlich Minnie in unser Dorf holen. Mal gucken. So, mal sehen. Dreamlight Verstärker. Das ist das Ding. Das sieht aus wie ein Zauberstab. Sprich mit Mickey. Der war gerade im Restaurant. Ich habe ihm nämlich gegrilltes Gemüse kochen sollen. Deswegen haben wir auch noch gleich eine weitere Aufgabe für Remy erfüllt. Der jetzt gerade übrigens auch hinter mir herläuft. Wally ist mittlerweile Level 10 Freundschaft. Deswegen... Hey du! No, ich mache jetzt erstmal alle kontinuierlich hoch, damit wir dann ganz in Ruhe weiter questen können. Man muss eh immer für jede Quest ziemlich viel Zeug zusammen farmen. Deswegen, ja. Oh, wow, lass uns Mini finden und sehen, ob das funktioniert. Danke, Kumpel. Finde Mini im Dorf. Okay. Na, ja, okay, das war schwer. Gut, dass du hier bist. Mini, du verschwindest nicht mehr. Der Verstärker funktioniert. Du hast recht, ich bin hier. Meine Güte, ich bin müde. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Es ist fast so, als würde mir ein Halt fehlen, etwas, das mich für immer zurückbringt. Oh, ich fühle mich, als würde ich schon ewig umherwandern. Oh, ich war noch nie so müde, wenn ich mich nur hinlegen könnte. Wo ist mein... Ich glaube, ich hatte ein Haus. Mit einem Bett darin, einem weichen Bett. Meinst du, du könntest mir ein Haus, mein Haus zurückbringen? Auf Wiedersehen und vergiss nicht, ich hab dich lieb. Oh. Mickey? Wir müssen ein Haus bauen. Hey, ach ja, je, Mini sieht so müde aus. Wir müssen ihr Haus zurückbringen. Es ist allerdings schon seit einer Weile verschwunden. Ich wette, du kannst deine Magie benutzen, um Minis Haus zurückzubringen. Es ist ein süßes, rosa Haus mit herzförmigen Fenstern. Oh, bis ganz bald. Wunderschön. Also, für den Fall, dass meine Begeisterung gerade nicht klar aus meinen Worten zu hören war, aber... Ich kann das oben noch nicht hinbauen. Ich muss erst eine Möglichkeit finden, diese hässlichen Stämme da wegzumachen. Und erst, wenn ich das kann, dann... Die Morgenflut ruft nach mir. Dann schwimm weg. Kann ich diese Käsekacke da umbauen. Wieso habe ich die Gießkanne da? Noch. Ja. 5000, das geht ja noch. Hast du eine Minute Zeit? Nein, ich habe Brechdurchfall. Guck dir mal dieses Haus an. Ah! I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Life in Plastic, it's fantastic. Wie kann ich meinen? Okay. Über die Farbe kann man sich ja streiten. Das Lila in so mit diesen leichten Nuancen von Pink da hinten ist ja noch okay. Diese Tür ist. Ja? Dann, die Fenster hier sind ja auch okay. Das da oben, das eine Herzchen, okay. Aber diese ganzen Herzchen überall auf dem Dach und dann da außenrum noch, um Gottes Willen. Man kann es auch übertreiben mit Herzchen. Sprich mit Mini. Warte, ich muss erst Hausfriedensbruch machen. Ich muss jetzt reinspionieren. Also, eingebildet ist es ja gar nicht, ne? Ist alles in ihrem Mini-Gepünktel-Style. Und vor allen Dingen auch noch die Bettwäsche. Also, ja. Kann man so machen. Meinst du, wäre es jetzt nicht. Aber jedem das Seine. Gut, dann suchen wir jetzt Mini. Oh, Mini ist Mini und nicht mehr das Dings, die Mini. Hallo. Danke, dass du mein Haus zurückgebracht hast. Ich fühle mich jetzt viel wacher. Aber mein Kopf ist immer noch ein wenig durcheinander. Bist du Mickey? Nein, ich bin Shelahime. Mhm. Oh, es ist schön, dich kennenzulernen, Shelahime. Aber ich muss unbedingt Mickey finden. Ich bin so lange herumgeirrt und alles, woran ich mich erinnere, ist, dass ich Mickey gesucht habe. Er war so wichtig, dass ich ihn finde. Es war so wichtig. Ja, mach dir keine Sorgen, er ist hier. Und ich muss mit ihm reden. Tschüss! Hoffentlich sehen wir uns bald wieder.
Du stehst gerade neben mir und dein Freund haut ab. Da kann kein Bock auf dich. Wir haben Mini zurück. Aber sie weiß nicht, wo sie ist oder wer sie ist. Ich werde etwas Zeit mit ihr verbringen und versuchen, ihren Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen. Am besten spreche ich auch mit Merlin. Er weiß vielleicht, warum sie alles vergessen hat. Vielen Dank für deine Hilfe, Shirahime. Du bist eine wahre Freundin. Fantastisch! Was für ein wunderbarer sonniger Tag. Oh. Ja. Ich habe Sachen. Miki, renn nicht durch meine Felder. Dich zu sehen. Seit Mini zurück ist, erinnere ich mich an vieles. Zum Beispiel an meinen Lieblingsausblick über das Tal und eine Abkürzung durch das Dorf. Ich habe mich auch daran erinnert, wo ich diese magische Truhe versteckt hatte. Es muss etwas Wichtiges drin sein, aber ich krieg sie nicht auf. Deshalb glaube ich, dass sie magisch ist. Und du bist auch magisch. Vielleicht kannst du sie öffnen. Okay, dann lass uns die Truhe suchen. Hier ist sie. Danke, das, Kumpel. Ja, kein Problem. Geheimtür. Könnte im Schloss sein. Mehr. Hast du mal Klappe. Kurz Zeit? Ist das nicht, Schatz? Schimmer, als du diese Truhe geöffnet hast, habe ich mich an etwas Neues erinnert. Da war eine Tür, aber ich weiß nicht wo. Ich erinnere mich auch an einen Teil eines Rätsels. Es ging so. Geschütze und Türme wirst du sehen. Darin für alt und neu eine Tür wird stehen. Das hört sich an, als wenn irgendwo eine Geheimtür ist. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Ja, los geht's. Willkommen. Danke, ja, Kumpel. Ich weiß, morgens bin ich wunderschön. Oh, ich bin ja immer wunderschön. Erstens ist Nachmittag, zweitens... Ich fände es toll, wenn du mal vorbeikämst. Ja, nein. Immer diese Stalker das hier. Das ist ja furchtbar. Die Mutter nervt mich die ganze Zeit. Da hinten ist eine Truhe. Gar hinter dem Vorhang. Hier? Warte. Ah ja. Das war einfach. Warte, ich muss mit Miki spielen. Hallo du! Du hast es gefunden, Shirahime. Ja, das war super schwer. Man muss nur eine Schatztruhe da vorhin platzieren, dann finde ich alles. Jetzt erinnere ich mich an den Rest des Rätsels. Es geht so. Geschütze und Türme wirst du sehen. Darin für alt und neu eine Tür wird stehen. Der Schlüssel wird gebraucht alleine. Zum Öffnen der Tür finde passende Steine. Ah. Ich sehe nur, die Tür hat Löcher, die für Juwelen geformt sind. Vielleicht Edelsteine gemeint. Okay, also ein grüner ist drin. Wir brauchen jetzt alle anderen Farben außer grün. Geh mal weg! Miki, der Verstopf-Job. Wir haben, glaube ich, alle. Perfekt. Okay, noch kein Lila. Hey, du bist es! Remy. Hoffentlich sehen wir uns bald. Wenn ihr mich nicht alle blockieren würdet, Mann. Oh, ich freue mich so, geschafft, dich zu du hast sehen. Mir geholfen, die Tür zu öffnen. Ich wollte meine Sachen vor dem Vergessen schützen. Zuerst habe ich sie versteckt, aber dann habe ich die Verstecke vergessen. Ich habe also viele Sachen zusammengetragen, Shirahime. Ich möchte dir das hier geben. Ein Brunnen. Mit einem fetten Magier-Mickey drauf. Yeah. Das ist ein Zeichen unserer Freundschaft zur Erinnerung an all die Abenteuer, die wir erlebt haben. Genauso wie all die kommenden. Herzlichen Glückwunsch! Das ist ein Buch. Dagoberts Bilanzbuch. In diesem Buch sind Dagoberts Bilanzen von vor dem Vergessen aufgelistet. Anscheinend hat er viele Verkäufe und Profite erzielt. Ja, mal zwei jetzt. Na, wer sagt's denn? Märchenbuch. Ein Märchenbuch über eine Prinzessin in Not und eine Maid, die ihn... Über einen Prinzen in Not und eine Maid, die ihn rettet, so rum. Das ist alles meins, Miki.
Potzblitz, was für ein Morgen! Na, Potzblitz. Minis Punktmusterhandbuch. Wer hätte gedacht, dass es so viele Variationen gibt? Oh, um Gottes Willen. Zerfällt das Buch. Dieses Buch wurde sehr oft gelesen. Jemand hat einen Turm auf die erste Seite gemalt. Ah ja. Rapunzel wahrscheinlich. Auffälliges Buch. Das Buch summt. Merkwürdig. Wir nehmen den Schinken mal mit. Gut, dann haben wir jetzt aber zumindest die Herrschaften hier durch. Kontrollieren, wenn du sie drehen willst. Das ist Elsa. Warte, warte, warte. Ich möchte erst mal gucken, ob ich. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ach so, hier ist kein Symbol. Ah, ja, dann mach auf. Da bist du ja. Lass uns die Tür öffnen. 4000 Dreamlight. Eine Eiskönigin von den mächtige Frau, das ist aber die, das ist aber das Gesicht von Dingens Blabla, von Anna und nicht von Elsa. Jetzt bin ich enttäuscht. Ah ja. Okay, sie sind beide hier. Sie sehen ja sehr begeistert aus. Ja, soll ich Anna erzählen, dass Christoph vielleicht vergessen hat, dass es sie gibt? Aha! Whoopsie! Was ist denn hier für eine tragische Musik? Dum, 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 dum. Hey, du bist hier! Okay, denk nach, Anna, denk nach. Du kannst die Lösung finden. Du schaffst das. Huh. Oh, hey, da ist jemand. Ich meine, natürlich bist du auch jemand. Es ist nur so, dass ich... ach, egal. Oh. Glaubst du, dass du mir bei etwas helfen könntest? Meine Schwester ist irgendwo in diesem Wald und, falls du es noch nicht bemerkt hast, alles steht gerade irgendwie im Brand. Hm. Okay. Wer bist du? Ich? Ich bin Anna. Eigentlich Königin Anna von Arendelle. Daran habe ich mich nicht ganz gewöhnt. Du bist eine Königin? Ich esche mein ganzes Tau. Ja, das ist cool. Danke, das ist es wohl, aber bitte nenn mich einfach Anna. Ich kam in den Zauberwald, um meine Schwester Elsa zu besuchen. Okay, ich bin Shirahime. Hm. Was ist das hier für ein Ort? Das ist der Zauberwald. Normalerweise leben die Naturgeister hier in Frieden, aber irgendwas hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Meine Schwester Elsa ging der Sache auf den Grund und nun, sie ist noch nicht zurückgekommen. Ich habe überall nach ihr gesucht und jetzt versperrt mir all dieses Feuer den Weg. Mach dir keine Sorgen, wir werden sie finden. Wir müssen nur zusammenarbeiten. Du hast recht, dieses Problem ist zu groß, um von irgendeinem von uns alleine gelöst zu werden. Wie kann ich helfen? Ich kann etwas zaubern, vielleicht kann ich etwas zu... helfen zu lösen, was vorsichtig. Das wäre super. Wir müssen einen Weg finden, die Naturgeister zu beruhigen. Wir sollten wahrscheinlich mit Bruni, dem Feuergeist, anfangen, damit nicht der ganze Wald abbrennt. Okay, wie beruhigt man Feuergeist? Ja, eigentlich nicht einmal was. Ne? Wie beruhigt man Feuer? Nun, zuerst müssen wir ihn finden. Bruni sieht aus wie ein süßes kleiner Salamander. Er ist wirklich schüchtern. Ich bin mir sicher, dass er all diese Probleme nicht verursachen wollte. Wahrscheinlich hat er nur Angst. Okay, dann lass uns herausfinden. Alles klar, es gibt ein kleines Problem. Bruni ist irgendwie tief im Wald und alles vorher versperrt den Weg. Wir müssen einen Weg finden, sie zu löschen. Keine Sorge, meiner magischen Gieß kann das auch jetzt klappen. Magische Gieß? Okay, ich vertraue dir einfach. Oh, hier. Elsa hat mir den feuerfesten Handschuh gegeben, damit wir Bruni halten können und uns nicht verbrennen. Das sind die hässlichsten Handschuhe, die ich je gesehen habe. Also ich bin bereit, wann immer du willst. Lass uns all dieses Feuer beseitigen und den Feuergeist finden. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Zieh die feuerfesten Handschuhe an. Optional. Okay, ich zieh sie an. Ich sehe aus wie ein Kartoffelsalat damit, aber ist okay.
gut. Ob wir den Feuergeist besänftigen oder nicht, sehen wir allerdings dann erst im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Bis zum nächsten Mal, wie immer. Ciao, ciao.